Herzlich willkommen im Oliver Knott Labor. Wie ihr seht, habe ich heute eine schöne Installation für euch aufgebaut. Eigentlich möchte ich euch nur zeigen, wie ihr feststellen könnt, ob eure Steine, die ihr für eure Aquascaping-Becken benutzt oder für eure Aquarien, kalkhaltig sind oder nicht. So, wir fangen mal an mit den braunen Steinen, die ich hier liegen habe. Erfahrungsgemäß haben die eigentlich fast kein oder wenig Kalk. Dafür nehme ich Eichenextrakt. Ich habe mich hier jetzt extra auch gewappnet, also bitte nicht mit den Kindern das irgendwie Experiment machen, alleine oder den Alleinkindern einen zugänglich machen. Eichenextrakt könnt ihr überall, ist überall erhältlich für die Aquaristik. Wenn ihr seht, wenn ich das raufträufel und es passiert nichts, gibt es keine Reaktion mit der Säure und den Kalkinhaltsstoffen. Also ist auch kein Kalk feststellbar im Stein. Ja, also es passiert praktisch nichts. Ja. Lava, also das ist Drachenstein, versteinertes Laub, Lava, neutral kann man dazu sagen. So, dann kommen wir zu unseren grauen oder weißen Steinen. Da haben wir einmal die Mini-Landschaft, die kennt ihr wohl alle. So, machen wir mal drauf. Und wie ihr seht, fängt schon mal ein bisschen an zu sprudeln. Und hier Lochgestein, gerade für Barsch-Aquarium eigentlich perfekt. Da haben wir also deutliche Reaktionen. Also ihr seht richtig den Unterschied. Keine Reaktion und Reaktion. Da könnt ihr schon mal ganz genau feststellen, aha, hier ist also Kalk drin und hier ist keiner. So, wenn ihr jetzt ein bisschen Angst bekommen habt, insbesondere bei den Mini-Landschaften, dass ihr das vielleicht nicht verwenden könnt für euer Aquarium, insbesondere wenn ihr Pflanzen halten würdet, ist es auf jeden Fall möglich, wenn ihr ein bisschen ein paar Sachen beachtet. Das heißt, nehmt keine Pflanzen, die extrem, sehr extrem weiches Wasser benötigen, beziehungsweise auch da toleranter sind und auch vom Fischbesatz einfach schauen, dass das auch stimmig ist mit der Carbonathärte, die später auch im Becken gehalten wird. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr so einen Puffer habt mit dem etwas kalkhaltigen Gestein im Aquarium, mit weicherem Wasser durch den Wasserwechsel auch entgegenwirken ein bisschen. Also es funktionieren viele Becken mit Mini-Landschaften und Pflanzen wunderbar. Man muss nur den Besatz ein bisschen abstimmen.